Willkommen zu einer neuen Folge Vampyr. Wir sind wieder auf der Krankenstation und sind noch dabei, einige der ganzen Nebenquests zu erledigen, bevor wir uns in die Kanalisation aufmachen. Ich bin der Meinung, wir machen jetzt hier nochmal... Ja, das hier. Wir gehen nochmal in die Leichenhalle. Und versuchen, diese Todesursache herauszufinden. Ich frage es nur, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir in die Leichenhalle? Hier haben wir ja schon ein bisschen aufgeräumt. Oder auch nicht. Also das ist ja die Leichenhalle, aber wir müssen irgendwie da rein. Also hinter die Leichenhalle. Hier so hinter. Das ist die Frage nur, wie kommen wir da hin? Kommen wir vielleicht da von der anderen Seite ran? Irgendwie müssen wir doch da rankommen oder da hinkommen. Das ist hier genau hinter der Wand. Oder ist das im Keller von der Leichenhalle? Das könnte natürlich auch sein, dass das sich im Keller befindet und das sich dann so ein bisschen ausbreitet, das Ganze. Mal gucken. Auf jeden Fall, der Pfeil hat ja auch nach unten gezeigt. Das müsste ja dann heißen, dass das dann unten in einem Saal war. So im Keller halt, ne? Also dort läuft schon wieder einer. Da sind auch wieder ein paar. Gut, ich würde mal sagen, die sind alle wieder respawned. Also unten jedenfalls. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Mich auch hier mit dem Schatteneffekt. Ach komm, geh runter. Regenerieren wir uns auch mal ein bisschen. Was du kannst, kann ich auch. Thank you.
So. Oh, das hat weh. Das hat definitiv weh. Einer ist ja hier noch. Drei sind da noch. Oder die sind in dieser einen Kammer da. Irgendwas müssen wir hier mit dem machen. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean. The chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Oh, wow, wow. Tja, ein Schuss ohne Ende, ne? It's locked. Hier, da kann man mal looten. Guck mal, der Schrank ist ja noch. Ein bisschen Kaliumpermanganat gefunden. Salicin. Anscheinend kommt hier alles irgendwie wieder neu. Und schließlich diese Leute. So, so nach dem Motto, ja, wir können random überall spawnen. Aber gut zu wissen, dass die Gegner nicht ausgehen und man immer wieder irgendwo neue immer wieder antrifft. Was aber irgendwie auch komisch ist, dass auf einmal so viele Vampire sind und keine Ahnung, was sonst noch. Weil ich glaube nicht, dass das die Auswirkungen von dieser spanischen Grippe sind. Gut, also, jetzt müssen wir nur noch diese beiden suchen.
Frage mich immer noch, warum ich hier hoch kann. Nehmen wir mal den Hintereingang. Den belauschen können. Oh, der hat nichts uns zu verstecken. Die müssen ja irgendwo hier sein, ne? Irgendwo müssen die beiden hier doch rumrennen. Milton. Da ist schon mal die eine. Good evening, Nurse Brennan. Good evening, Doctor. Oh, sie haben hier noch ein paar neue Sachen. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannock. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tibbetts. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK medical register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Ja, damit hat sie auch ein bisschen recht. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Ja, ist richtig. Gut, das haben wir geklärt. Hier haben wir fast alles bis auf eine Sache. Wahrscheinlich kommt das dann gleich, wenn wir mit dem anderen Arzt geredet haben, denke ich mal. Der ist da hinten. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Ja, natürlich haben wir gute Nachrichten. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Guck mal, was...
Ja. 2 Punkte hat er noch. Dann haben wir bei ihm volles Maximum. Bei ihr hier auch haben wir schon alles. Die Frage ist nur, wie kriegen wir diese bescheuerte Bannstufe hoch? Na gut, hier fehlen noch 2 Hinweise. Die wollen wir natürlich auch noch. I will cover for you, Dr. Tibbetts, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Yeah. Gab's jetzt irgendwas Neues? Ja. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea. Read poetry and wait for death. Och, das ist schon wieder fast ein bisschen romantisch, ne? Nurse Branigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Branigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Goodbye, Dr. Tibbetts. Ja, damit haben wir, glaube ich, diese Quest jetzt auch abgeschlossen. Aber zur Sicherheit gucken wir nochmal schnell nach. Läuft, damit haben wir nur noch diese beiden Missionen. Wie man sagen, wird langsam Zeit für ein kurzes Nickerchen. Gucken wir mal, was das gebracht hat. Ob wir vielleicht sogar dadurch die Bannstufe erhöhen? Oder ob dafür noch irgendwas anderes passieren muss. Wir machen hier einen kleinen Cut. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn!